Osseo Speed Profile EV. Eine einzigartige Lösung für eine häufig auftretende klinische Herausforderung. Nach einem Zahnverlust oder einer Extraktion kommt es immer zu einem gewissen Knochenremodeling. Studien zeigen, dass dieses bukal stärker ausgeprägt ist als lingual. Dieses ungleichmäßige Knochenremodeling führt zu einem bukal-lingual abgeschrägten Kieferkamm. Beim Ersatz eines Zahns im abgeschrägten Kieferkamm mit einem herkömmlichen Implantat muss sich der Behandelnde entscheiden, ob er das Implantat auf der Höhe der lingualen oder der bukalen Seite setzt. In beiden Fällen sind die daraus resultierenden ästhetischen Ergebnisse suboptimal und erfordern unter Umständen eine Knochenaugmentation. Dr. Richard Cottrell, Erfinder des abgeschrägten Implantatdesigns, erklärt, warum es sinnvoll ist, der Form des Knochens zu folgen. The profile implant encourages you to place the implant in the more correct axial position. It is unnatural when you have an implant with a flat top to put it in a sloping topography. And in fact, it's much easier to line up a profile fixture with a presenting anatomy than it is to take sloping anatomy and try and figure out where to put a flat top implant. Bei der Insertion eines Implantats mit schräger Schulter bleibt sowohl lingual als auch bukal der Knochen erhalten, was wiederum den mesialen und distalen marginalen Knochen unterstützt. Da somit das Knochenniveau um das Implantat herum erhalten bleibt, sprechen wir von einem 360-Grad-Knochenerhalt. Darüber hinaus ist in vielen Fällen keine Knochenaugmentation mehr erforderlich. Dr. Robert Nölken erläutert, was neu ist am Osseo Speed Profile EV. The difference between the Profile TX and the Profile EV is that we have a new internal connection, which makes it easier to make the impression. The impression coping fits only in one position into the implant and is very easy to place. Da die Platzierung sämtlicher indexierter Komponenten nur in einer einzigen Position möglich ist, gestaltet sich auch die restaurative Phase noch einfacher. Osseo Speed Profile EV basiert auf dem gut dokumentierten AstraTech Implant System Biomanagement Complex. Diese einzigartige Kombination aus ineinandergreifenden Systemmerkmalen gewährleistet zuverlässige, vorhersagbare und ästhetische Ergebnisse. Die Osseo Speed Profile Implantate werden in verschiedenen laufenden Studien mit 250 Patienten und 300 Implantaten in geheilten Kieferkämmen und in Extraktionsalveolen mit bis zu 3 Jahres-Follow-ups evaluiert. Die wichtigsten Ergebnisse bisher sind hohe Implantatüberlebensrate, stabiles Hart- und Weichgewebsniveau, Erhalt des bukalen und lingualen Knochenniveaus. Darüber hinaus wurde bei Patienten mit beeinträchtigtem Weichgewebe eine signifikante Verbreiterung der keratinisierten Mucosa beobachtet. Dank des 360-Grad-Knochenerhalts wird die Weichgewebsästhetik beibehalten oder, wie hier zu sehen, sogar verbessert. So hilft Osseo Speed Profile EV letztendlich, eine natürlichere, endgültige Versorgung zu gewährleisten und somit zum Wohl des Patienten beizutragen.